Okay, okay. Wir sind hier, um gleich den Eröffnungsfilm in der Sektion Generation zu sehen. Paper Planes heißt er. Und hier ist schon eine Menge los. Der rote Teppich erstreckt sich hier direkt vor mir. Und wir werden jetzt mal gucken, ob wir vielleicht ein paar Leute in der Schlange befragen können. Die Stimmung werden wir jetzt erfahren. Also ich erwarte spannende Unterhaltung. Ist ja auch ein Eröffnungsfilm. Ich bin jedes Jahr auf der Berlinale und ich bin noch nie enttäuscht worden. Bin sehr gespannt. Von der Berlinale erwarte ich allgemein sehr viele prominente Gäste, viel Medienspektrum, viele interessante, prominente Künstler und sehr, sehr viele tolle Kontakte. Gleich fängt der Film an. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich habe hier eben schon ein paar Papierflieger rumfliegen sehen. Doch bevor es losgeht, eröffnen die Hauptdarsteller die Sektion. Berlin International Film Festival is now officially open. Und das ist der Eröffnungsfilm. In Paper Planes entdeckt Dylan sein Talent fürs Papierfliegen. Doch sein eigener Vater kann sich nicht so ganz mit ihm freuen. Also ich fand den Film relativ interessant, also weil man hat wusste gar nicht, dass es bisher so eine Papierflieger-Weltmeisterschaft gab und so. Mir hat der Film gut gefallen, vor allem fand ich es immer gut, wie die Papierflieger dann geflogen sind. Also wenn die dann so kunstvoll sich gedreht haben. Also er war richtig gut. Ich mochte es, dass die so irgendwie sowas gemacht haben, was auch echt, was eine Geschichte hatte. Und ja, also er war sehr gut. Naja, ich finde auch, er war ziemlich gut geschnitten und es sah auch ziemlich realistisch aus, wie die Papierflieger geflogen sind und sowas. Es war jetzt nicht wirklich ein trauriger Film, aber mit dem Vater dann alles, also kann jetzt ein Außenstehender nicht wissen, aber trotzdem, es war schon toll. Und dass sie während des Drehs auch was gelernt haben, stellen Regisseur und Hauptdarsteller nach der Vorstellung unter Beweis. Yes! Wow!